Weiter geht's mit Wario Land 1, ja. Puh, wir sind hier in diesem Level stehen geblieben und wir waren ja schon beim Checkpoint, stimmt ja. Oh, bumst dich doch. Zack, Busch. So viele Münzen brauchen wir gar nicht, aber ich glaube, kam nach dem Boss so ein Bums mich dreimal hintereinander. Nee, ich meine, was ich sagen wollte, kam nach dem Boss noch so ein Teil, wo man 10 Münzen braucht. Wenn ja, ist jetzt eh scheißegal. Jetzt habe ich 18 Münzen, sollte ja eigentlich langen. Können wir lieber das hier. Bringt um einiges mehr. Zack. Wie man vielleicht merkt, habe ich schon eine Weile nicht mehr gezockt hier. Und deswegen habe ich gerade keine Ahnung, was war nochmal der Boss. Das ist sowieso das Be Ah doch, der... F okay, ich weiß wieder, was der Boss war, zumindest. Ist ziemlich feierlich und finde ich recht notgeil, dass ich das weiß. Ich finde es aber nicht recht notgeil, dass der Boss so scheiße war. Ich muss den Sound etwas leiser drehen. Sterbe ich hier noch plötzlich. Man hört hier plötzlich so einen riesen Knallen und das war dann mein Trommelfell. Ja, Leute, ich weiß, dass es nicht knallt, wenn das Trommelfell platzt. Zumindest nicht so doll. Das... Bums. Ich hasse diesen Boss. Oh, komm, einmal noch. Das werden wir wohl... Komm. Nein. Scheiße, die fliegen so gay. Leute, ich muss kurz... Hä? Ach so, trifft ihr toll. Jetzt ist der Typ weg. Man kann gar nicht hoch genug springen für die. Hallo, seid ihr irgendwie behindert? Na, jetzt geht's. Was war denn die Kacke hier so? Boah, first try plötzlich. Was ist los? Oh, die zählen als 10 Münzen. Was soll denn das jetzt? Zumindest die Hälfte davon oder so. Was weiß ich. Oh, 138. Jetzt weiß ich immer, warum ich nach dem Bossen so viele Münzen habe. Oh Gott, wäre auch mal ziemlich wichtig zu wissen. Und jetzt habe ich den Sound schon ziemlich leise für mich gedreht. Ich meine, ihr werdet davon nichts mitkriegen. Ich schon. Und trotzdem ist es noch total laut. Was ist los? Okay, nächste Welt. Oh. Oh, das sind irgendwelche Wälder. Sieht jetzt zwar nicht sehr wälderartig. Oh. Jetzt los. Oh, ich glaube, der will uns kaputt machen. Oh, jetzt weiß ich, was das ist. Jetzt kommt dieser scheiß Geist. Oh, ich würde mal sagen, du stirbst, mein Guter. Scheiß drauf. Denke ich mir da ganz ehrlich. Jetzt kommt der Felsen. Oh, gut. Oh, shit. Ah. Komm, scheiß auf die Herzen. Wir haben 5 Leben. Wenn wir Game Over gehen, passiert uns nichts Großartiges, außer dass die Hälfte unseres Geld. Oh, scheiße. Aber das heißt ja, ich bin lange nicht mehr Game Over gegangen. Dann kann ich schon fast stolz auf mich sein. Oh Gott. Hier gucken. Na, Herz, ach komm. Was? Okay, also ich weiß nicht, was mich da jetzt getötet hat. Also wenn ihr mir das sagen könntet, dann wäre ich euch sehr verbunden innerlich und mit dem Herzen und ja, innerlich. Heißt mit dem Herzen oder nicht? Ach, keine Ahnung. Wow. Hä, wie bin ich da gerade gestorben? Mein Gott, ich habe die Leiste berührt, in der meine Leben und so stehen. Hey, Spaß. Oh. Ah, nein. So. Fällt mir gerade auf, wir sind jetzt schon bei Kurs 31. Woran liegt denn das jetzt? Diesmal möchte ich meinen Wikingerhelm nicht unnötig verlieren, wenn das genehm ist. Den Darm. Dem Darm, versteht ihr? Nein! Fickt euch doch alle. Du bist tot, mein Lieber. Nein, hier war doch. Genau. Drum, drum. Jetzt warte ich halt mal ein bisschen. So, jetzt kommen wir rüber. So. Aha! Okay, gut. Also, die sind immer noch ein bisschen. Ein bisschen sind die einfach nur. Leider stimmt mir zu, wie die sind. Ah, die sind total.
Nein! Och man, hör auf! Okay, da unten sind wir tot aus unergründlichen Gründen, wie auch immer. Aus unersehbaren Gründen. Da wird der Checkpoint sein, aber den brauchen wir nicht. Außerdem habe ich eh eben noch keine 10 Münzen gehabt. Jetzt habe ich natürlich 10 Münzen. Aber jetzt ist eh scheißegal. Komm, 23 Hustereien, ey. Ja, 27. Aber jetzt denke ich eh nichts Brutales mehr passieren. Also ich denke zumindest nicht, aber wir gehen immer so schnell tot, also festlegen möchte ich mich da. Wow. Festlegen möchte ich mich da nicht, wollte ich sagen. Alter, wie viele Münzen haben wir denn jetzt? Was ist los? Ach du Scheiße. Oh. Ja, so die erste Hälfte des Levels war definitiv schwerer, vor allem wenn man da seltsamerweise stirbt, wenn man im Wasser schwimmt. Hm. Hat er vielleicht doch eine unsichtbare Luftanzeige? Ich glaub's langsam. So. Ui, nächstes Level. Da bin ich jetzt mal gespannt. Nein! Nein! Oh Gott, bin ich dumm. Ich habe damit nicht gerecht. Ich hab, beziehungsweise, Dings, was soll ich gerade sagen? Ich hab's ganz vergessen, dass der ja. Das habt ihr nicht gesehen. Alter, was passieren mir für Dinge in Wario Land 1 bzw. Mario Land 3? Dass ich immer noch nicht checke, warum das Mario Land 3 heißt. Ich werde es auch nie verstehen, weil keiner von euch mir das schreibt. Okay, ich habe es noch nie gefragt. Ich habe sonst immer nur gefragt, ob es Secret Exits oder einen Secret Boss gibt oder so. Und da hat mir niemand geantwortet. Das finde ich nicht Jort, ne? Wahrscheinlich kennt keiner das Spiel. Das wäre natürlich eine. Wow. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. So. Zack. Du bist tot, mein Lieber. Tun wir vielleicht was Wichtiges. Das interessiert uns jetzt hoffentlich nicht. Komm, das können wir mal einstecken. Kriegen wir wenigstens wieder ein Leben dazu, was wir hier sinnlos verloren haben. Ach Quatsch, wir haben 2 Leben sinnlos verloren. Das finde ich dann schon ein bisschen schade. Was ist denn jetzt los? Jetzt immer Gegner wetten, ich muss den Zug benutzen. Boah, das hätte mich jetzt aber auch angepisst, wenn ich den. Oh Gott, vielleicht muss ich hier wirklich irgendwie schnell genug sein. Oh! Huhuhu. Wird immer besser hier. Was wollen die mir jetzt hier anhaben? Ich kann doch hier einfach nur schnell vorbeischwimmen dran. Da lösen wir sie alle aus, weil es lustig ist. Aber oh, was ist jetzt? Du sollst ja nicht gegenspringen, du hässliches Mobbing-Opfer. So. Heißt jetzt so viel wie? Also verstanden habe ich es jetzt noch nicht, aber ich denke mal, ich werde gleich aufgeklärt werden. Oh ja, sexuelle Aufklärung, das finde ich gut. Nee. So, es geht einfach weiter, warum auch immer. Macht jetzt so total viel null Sinn, aber ach so jetzt. Fuck you. So. Der mit seinem scheiß Dings-Nazi-Schnitt, wenn er so klein ist. Und nur jetzt im Zug laufen, oder wie? Oh. Originell haben nicht. Oh, ah, es huppelt wie, als wären wir in einem Zug. Perfekte Illusion, obwohl das einfach nur ein langweiliger Screen ist, den sie einfach nur huppeln gemacht haben. So, als wäre man in einem Zug. Aha, interessant, schon kapiert. Oh, Scrolling! Was geht denn jetzt? Jetzt mit den Entwicklern? Jetzt haben wir wohl hier Intelligenz, neue Idee, hab Pisswasser getrunken, oder was? Ach du Scheiße, okay. Komm Leute, ich hab Boshi auf Raid gezockt schon. Ich hab schon I Wanna Be The Guy durchgewascht im harten Mode. Ich kann das. Wow, schwer. Ach, so schmeckt die Ironie, Leute. Ui. Oh, der will mich töten, glaube ich. Wow, der war aber knapp jetzt hier. Bounce. Boah, wir sind im Bavario mit unserem Scheiß hier dran. So. Da oben ist der Check. Aktivieren wir ihn lieber. Ich weiß, immer wenn ich ihn aktiviere, dann bringt er mir nichts. Und wenn ich ihn nicht aktiviert habe und drauf geschissen habe, dann sterbe ich. Aber so umgehe ich das Sterben, wenn ich einfach nicht drauf scheiße. Warum auch immer, weil es keinen Sinn ergibt. Wow. Ich glaube, ich sollte mich beeilen. Da wäre zwar wahrscheinlich ein Schlüssel drin gewesen, aber so ein Kack. Schmarrn.
nicht. Guck mal, war es kaputt. Das wird jetzt Spaß machen. Ich finde zwar, dass das Feuer relativ laut ist. Das ist relativ behindert, aber naja. Ui, du bist tot. Opfer. Vendetta. Oh, nein. Oh. Okay, Münzen da unten. Huh. Das wird ja hier richtig pervers. Naja, ich habe Checkpoint benutzt, das heißt, ich sterbe nicht. Da verwerte ich jetzt meinen Arsch drauf. Und nun ist hier mal zielgleich oder so. Schwer machen könnten sie es jetzt, wenn jetzt Enden kommen. Wo ich klein bin. Aber das machen sie ja nicht, weil sie keine Intelligenz haben. Und nicht wissen, was Schwierigkeit bedeutet. Oh, wir sind jetzt. Oh, hier kommt eine Ente. Oh, es kommt noch eine Ente. Ich glaube, sie finden, sind jetzt angepisst, dass ich sie gerade so beleidigt habe. Na, wie gefällt euch, dass du sich euer Level durchwascht? Wieso war das jetzt schon oben die. Ach, scheißegal. Keine Ahnung. Nein, wir wollen nix. Ja, wir haben nur das. Was kommt nach F? Ach, keine Ahnung. Ist mir scheißegal. Gefüllt. Wie? Wir sind doch ewig lang gefahren. Ich dachte, wir kommen jetzt da oben irgendwo rauf. Mann. Ach du Scheiße. Was machen wir denn jetzt hier mit unserem Spiel? Ich weiß ja nicht, ob ich den töten kann. Ja, hätte ich wahrscheinlich töten können, einfach nur. Oh. Oh, oh, oh. Hier geht er in den Rage-Mode. Hier kann ich nicht töten. So, ja, einfach rein. Wasser im Baum. Nee, ist klar, Kinder. Ist klar. Ja, mei, ist halt so. So, einfach nur hoch. Gibt es jetzt hier noch ein paar Seepferdchen, die mich irgendwie töten wollen, warum auch immer. Achso, ich habe mich wieder in die Decke gebohrt. Hab ich ganz vergessen, was mit den Hörnern der kann. Oder habe ich ihn sogar erstochen mit meinen Hörnern. Und den stoße ich einfach mit der Bierwampe weg. Ist kein Problem. Du bist tot, mein Lieber. So. Checkpoint? Naja, meinetwegen. Was ich langsam glaube, das könnte sein, wahrscheinlich ist es auch so, und das ist so offensichtlich. Wenn man im Checkpoint den Münzen reinwirft und nicht stirbt, dann ist das Ziel automatisch aktiviert. Könnte das eventuell möglich sein? Ich weiß ja nicht, aber ich denke schon. Hier rein, was ist hier los? Ah, jetzt werden wir richtig sportlich hier, ne? Warum auch immer der Ast jetzt bis zu dünn ist, es ergibt einfach gar keinen Sinn, aber hey, ich will da rein, was soll die Kacke? Kann ich ihn noch hören? Nee, geht nicht, okay. Nein! Oh, was soll denn die Scheiße? Jetzt machen die hier schon wieder so ein blöden Schlüsselloch-Ding ins Böns. Warte mal, was war da? Da dürfte der Schlüssel sein, oder? So. Bums, bums. Nee, kein Schlüssel. Oh, jetzt ist das Ziel jedenfalls. Keine Ahnung, ob ich jetzt den richtigen Weg genommen habe. Hier wäre der Schlüssel drin. Ja, kein Bock. Habe ich jetzt einfach mal so gesorgt. So ganz offen, weil... Nee, wirklich kein Bock. Da kann ich gut drauf verzichten. Ich hätte noch mal zwei Schätze. Wieso habe ich nur noch einen? Das habe ich auch schon wieder vergessen. Ah, ja, Kurzzeitgedächtnis ist das Schöne, was wir haben wollen. Ich frage mich gerade, wie viele Level das Spiel überhaupt hat. Das ist so eine Frage, die ich nie geklärt haben werde, weil mir das keiner beantworten kann, weil es keiner weiß, weil das Spiel nie von jemandem gezockt wurde. Du stirbst, mein Lieber. Bounce. Vorweggebasht, du Scheiß. Du Scheiß. Vieh. Oh nein. Wow. Skill. Oder Luck. Die will ich auch noch haben. Boah, mit dem sind wir eigentlich voll überpowered. Das ist wahrscheinlich so wie in Mario World die Feder. Was in der Art. Ist hier oben noch was? Nee, ist nix. Das ist nur so ein kranker Gestörter. Oh ne, Quatsch, eben mussten wir ins Ziel einbezahlen, als wir den Checkpoint aktiviert haben. Och, bums mich doch. Oh, schon wieder. Das ist so schön. Durchwaschen.
Gut, wenn das so gut weitergeht, dann können wir also glatt noch ein Level in dem Part machen. Und ich weiß nicht, ob ich da drauf laufen darf. Oh, darf ich? Okay. Wäre auch ein bisschen asozial gewesen, wenn nicht. So. Gut. Oh, oh. Du lässt mich in Ruhe, mein Lieber. Mir fällt gerade auf, in diesem Level gibt es relativ wenig Münzen. Wahrscheinlich darf ich es gleich zurücknehmen. Ja, ich nehme diese Hypothese zurück. Für die, die nicht wissen, was Hypothese heißt, google das. Bounce. Oh, oh, oh. So. Ach ja, apropos Hypothese, unsere Deutschlehrerin, ich bin jetzt in der 10. Klasse auf einem Gymnasium im Deutschleistungskurs und unsere Deutschlehrerin hat die Definition von Hypotenuse bei einer Aufgabenstellung mit rangeschrieben, weil sie gedacht hat, wir wissen nicht, was eine Hypotenuse ist. Im Deutschleistungskurs weiß man nicht, was eine Hypotenuse ist. Das ist Hypothese! Im Deutschleistungskurs soll man also durch meine Lehrerin nicht wissen, was meint meine Lehrerin nicht wissen, was eine Hypothese. Was meint sie, warum wir im Deutschleistungskurs sind? Weil wir nicht wissen, was eine Hypothese ist. Egal, jetzt habe ich genug hier ein bisschen und jetzt ist wieder offen. Ich verstehe es nicht. Egal. Einfach mal rein in den Schmarrn. Okay, gut. Münzen einzahlen in die Klassenkasse. Wow, 1300 Euro gehen an Schüler-VZ. So. Oh, zum Endgegner. Ja, dann machen wir den auch noch, oder? Kurs 36 schon. Das ist ja richtig epic. Wow. Jetzt mischen wir nochmal alle Elemente aus dieser Welt zusammen, oder was? Und wo sind die wütenden Enten, hä? Und wo ist der Zug? Ah, habt ihr was vergessen, ihr Entwickler? Habt ihr ordentlich was vergessen? So. Und hier ist Checkpoint schon drin, oder? Tatsächlich, ich glaub's nicht. Und damit kommen wir ja echt total. Wuhu! War nicht knapp, Leute. Ah, scheiße, ich wusste doch, dass der Bastard kommt. Diese Bastardkugel kommt, genau, Bastardkugel. Oh, ich will eigentlich nicht diesen Illegal. Kann ich damit. Nee, damit kann ich die Wolke nicht töten. Schade, Schokolade. Dünner. So. Das sind sowieso die ersten Worte eines türkischen Kindes. Dünner. So. Jai. Oh, oh. Boah, fast auf seine kleine McDonalds-Gabel draufgesprungen. Apropos McDonalds, was findet ihr eigentlich besser, bei McDonalds oder Burger King? Schreibt es mir mal in die Kommentare, dann haben wir wenigstens was, worüber wir mal diskutieren können hier in einem Part. Das ist ein Upgrade, das heißt, hier ist der Endgegner. Tatsächlich. Eine Münze. Ich will die Münze haben. Hä? Ich wollte gerade sagen, ich kann doch gar nichts machen hier. Der mobbt mich. Bringt nix. Die Frage ist, was muss ich machen? Wenn der Geist mich berührt, dann bin ich da gelähmt. Dann gehe ich mal davon aus, ich muss auf die meinen Geister springen. Nee. Hä? Okay, dann geht's doch im nächsten Part erst hier weiter. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.